wenn man die Häuser betretet, dass man um Erlaubnis bittet. Und das Häuserbetreten, also das Betreten von Häusern, hat Benehmensregeln, dass man vorher um Erlaubnis bittet. Und dieses Erlaubnis, um Erlaubnis bitten, hat Benehmensregeln im Islam. Und jetzt erstmal die Frage und der Sinn. Was hat das für einen Sinn, dass man überhaupt um Erlaubnis bittet, wenn man die Häuser betretet? Es ist ja bekannt, dass der Mensch, warum er unter vier Wände ist, will er nicht, dass alle sehen, was hinter diese vier Wände sind. Weil genauso wie man Blöße hat, also Aura nennt man das auch im Islam, genauso wie man Aura hat, die man auf der Straße nicht gerne zeigt, das heißt, dass du, was du bedeckst mit Kleidung, dass du nicht von deinem Körper alles zeigen möchtest, das nennt man Aura. Und die Häuser haben auch Aura. Die Häuser haben auch Aura. Das bedeutet, die Häuser in den Häusern sind auch Sachen, die man nicht gerne allen zeigen möchte. Deswegen dürfte man nicht einfach die Häuser so betreten, auch wenn jetzt nicht sozusagen darum geht, dass man zum Beispiel nicht bedeckt ist oder so weiter. Es geht nicht nur darum, sondern es kann auch sein, dass es um Möbel geht oder um irgendwas im Haus ist, was du nicht gerne zeigen möchtest. Oder die Art und Weise von dem Haus, dass du nicht bereit bist, dass jemand reinkommt und reinplatzt. Deswegen nennt man diese alle Sachen, alle Angelegenheiten, die man nicht so gerne zeigen möchte in dem Haus, ist eine Aura, die islamisch geschützt ist und gedeckt ist. Und deswegen gibt es diese Benehmensregel, dass man nicht reinschaut auf das, was man nicht gerne sieht, hat, dass es gesehen wird. Und auch, natürlich hat man in den Häusern auch Frauen oder Töchter oder Schwester oder Mutter, wo sozusagen nicht sozusagen untereinander sind die sozusagen bestimmt bedeckt, aber sozusagen vor den Leuten müssen sie mehr bedeckt sein. Und diese, also was dir erlaubt ist, eine Mutter ohne Kopftuch zu sehen, aber irgendein Fremder darf deine Mutter nicht ohne Kopftuch sehen. Deswegen gibt es auch sozusagen den Schutz der Häuser, dass da nicht jeder einfach so reinplatzt. Weil dadurch könnten große Fittern und große Schwierigkeiten und Uneinigkeiten und sogar sozusagen Streitigkeiten entstehen, dadurch, dass es nicht so eine Benehmensregel gibt. Deswegen der Islam schützt uns von Uneinigkeit und schützt uns von sich gegenseitig streiten, schlagen oder irgendeine sozusagen Bosheit, dass es passiert. Und das ist ein Recht des Muslims in sein Haus, dass er geschützt ist und dass nicht einfach jemand reinschaut in sein Haus ohne seine Erlaubnis. Deswegen sagt uns auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand in dein Haus reinschaut und du hast auf ihn irgendwas geschmissen, auf sein Auge was geschmissen und du hast dein Auge beschädigt, dann ist es keine Sünde für dich. Das heißt, jemand guckt durch ein Loch oder durch einen Schlitz oder so weiter und du hast irgendwas reingebracht in sein Auge. Dann bist du in diesem Fall nicht jemand, der ihm Unrecht getan hat, sondern ist er derjenige, der sich Unrecht getan hat, weil Allah hat es nicht erlaubt, dass man ohne Erlaubnis in den Häusern reinschaut. Und dafür gibt es diese Benehmensregel, dass man um Erlaubnis bittet. Und Allah hat das, weil es so eine wichtige Regel ist, im Koran in eine Sura gebracht. Diese Sura ist Surat al-Nur und hat Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal die Verbindung,
Abschnitt von dem Sina, von Unzucht, hat Allah Ta'ala Regeln gebracht, die von Unzucht schützen. Und dass nicht in den Häusern rein geplatzt wird oder die Häuser betreten werden, ohne eine Erlaubnis, um eine Erlaubnis zu bitten. Und das ist alles Schutz für die Muslime, Schutz für eure Blöße, Schutz für eure Häuser, und Schutz von Uneinigkeit und Schutz auch von schlechtes Denken. Und bei dieser Benehmensregel werden die auch auf die Muslime Rücksicht genommen. Auf den Muslim in sein Haus wird Rücksicht genommen, dass er auch nicht sozusagen einen unerwarteten Gast hat, wo er sozusagen ihm nicht alles zeigen möchte, was im Haus ist oder das Haus nicht so vorbereitet ist, dass er reinkommen kann, dass man auch sozusagen das berücksichtigt, damit man nicht in Verlegenheit kommt. Damit man auch nicht die Chance hat, dass man über ihn lästert oder redet oder sagt, guck mal, wie sein Haus gewesen war. Deswegen gibt es diese schöne Benehmensregel. Und dann kommen wir zum Beispiel zu der ersten Benehmensregel. Die erste Benehmensregel, man darf die Häuser nicht betreten ohne Erlaubnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, o ihr Gläubigen, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Betretet nicht Häuser, die nicht eure Häuser sind, bis ihr um Erlaubnis bittet. Und noch dazu, dass ihr den Salam gibt und die Familie begrüßt oder die Leute des Hauses begrüßt. Und hier hat Allah Ta'ala Tastanisu und nicht Tastadimu. Also auf Arabisch um Erlaubnis bitten heißt Idin. Nach Idin fragen. Und Tastanisu, sagen wir Gelehrten, ist etwas mehr als nur um Erlaubnis bitten. Dass ihr sozusagen von dem Besitzer des Hauses merkt, dass er zufrieden ist mit deinem Eintritt. Dass er sozusagen sich wohlfühlt, dass du reinkommst. Und daraus haben die Gelehrten auch eine andere Benehmensregel genommen oder entnommen. Das heißt, wenn jemand um Erlaubnis bittet, und er hat dieses Erlaubnis bekommen, aber man merkt, dass er nicht zufrieden ist mit deinem Eintritt, dann sollte man den nicht in Verlegenheit bringen und auch nicht betreten, trotzdem. Deswegen sagen die Gelehrten hier, hat Allah Ta'ala Tastanisu gesagt und nicht Tastadimu. Also, dass er sozusagen fühlt, dass er sich wohlfühlt bei deinem Eintritt. Bis er fühlt, dass er sich wohlfühlt bei deinem Eintritt. Die zweite Benehmensregel, dass er sagt, Assalamu alaikum, darf ich rein, adhul. Und da wurde überliefert, dass ein Mann gekommen ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat um Erlaubnis gebeten. Und der Prophet Muhammad war im Haus. Dann, also wollte er um Erlaubnis bitten. Dann ist er, hat er gesagt, Elijah, soll ich rein? Dann sagte Prophet Muhammad zu seinem Diener, der sozusagen hilft, sagte er, geh raus zu diesem Mann und bring ihm bei, wie man um Erlaubnis bittet. Sag ihm, er soll sagen, Assalamu alaikum. Darf ich rein? Das heißt, dass er mit dem Salam anfängt und sagt, darf ich rein? So hat dieser Mann das gehört und dann hat er gesagt, Assalamu alaikum, darf ich rein? Dann hat ihm der Prophet Muhammad erlaubt, reinzugehen. Und das ist eine Benehmensregel, die der Prophet Muhammad diesem Mann beigebracht hat, als er reingehen wollte, dass er ihm sagt,
dass man als allererstes sagt, Assalamu alaikum, und dann fragt man um Erlaubnis, ob man reingehen darf. Die dritte Benehmensregel, dass man dreimal um Erlaubnis bittet. Das heißt, wenn beim ersten Mal hat er nicht gehört oder nicht sozusagen reagiert, dann hat man noch die Chance, ein zweites Mal um Erlaubnis bitten. Und wenn er darauf nicht reagiert hat, dann hat man nochmal eine dritte Chance, nochmal um Erlaubnis zu bitten. Und wenn er da nicht reagiert, sollte man zurückgehen. Sollte man zurückgehen. Nicht wie einige Leute, die halten eine Klinge und lassen nicht mehr los. Warum hört ihr nicht auf mich? Warum lässt ihr mich nicht rein? Nein, das geht nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Benehmensregel gebracht, damit man was, damit man den nicht in Verlegenheit bringt. Aber wenn du jetzt sozusagen auf ihn so die ganze Zeit klingelst, dass er dann aufmacht. Manche vielleicht schmeißen Stein auf den Fenster, der hört mich nicht, der muss mich hören. Vielleicht hat er dich gehört, aber ihm passt das nicht, dass du reinkommst. Deswegen ist hier die Benehmensregel, dass man dreimal um Erlaubnis bittet. Und wenn ihm nicht erlaubt wird, reinzukommen, dass er zurückkehrt. Der Prophet Muhammad sagt, إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. Wenn jemand dreimal um Erlaubnis gebeten hat und es wurde ihm nicht erlaubt, reinzukommen, dann soll er zurückkehren. Und diese Sunna sollte der Muslim mit offenem Herzen empfangen. Der sollte nicht Groll haben gegenüber seinem Bruder, wenn er ihn nicht einnimmt. Und heute gibt es, Alhamdulillah, mehrere Methoden, wie man sozusagen nicht in so eine Verlegenheit kommt, dass man vielleicht vorher anruft, dass man vielleicht sagt, okay, in diese Zeit will ich kommen, passt es dir und so weiter und so fort. Aber man hält sich trotzdem an diese Benehmensregel. Es kann sein, und das passiert, ja, alles ist geklärt und der will, dass du kommst und so weiter, und passiert ihm etwas. Was passiert in Salih? Er hat Streit mit seiner Frau. Er hat Streit mit seiner Frau. Und der Essen ist nicht fertig, Essen ist auch auf dem Boden schon. Ja? Und jetzt klingelt er. Und ihr habt Termin. Ja? Dreimal. Wenn sozusagen der nicht um Erlaubnis bittet, dann wisst ihr, er hat Streit mit seiner Frau. Geh zurück, besser, dass du nicht was abbekommst. Also es ist eine, auf jeden Fall eine Sünde, dass man, wenn man nach dem dritten Mal nicht reingelassen wird, dass man zurückkehrt und irgendeine Entschuldigung für seinen Bruder sozusagen sich dem. Das war die dritte Benehmensregel. Die vierte Benehmensregel, wenn gefragt wird, wer ist der, dass man nicht sagt, ich. Das ist ein Fall, was der Prophet Muhammad nicht gemocht hat. Jabir, der Sohn von Abdullah, sagte, ich bin zum Prophet Muhammad gekommen und wegen einer Schuld, die gegenüber meinem Vater war, dann habe ich auf die Tür geklopft. Dann hat der Prophet Muhammad gesagt, wer ist da? Dann sagte ich, ich. Dann sagte der Prophet Muhammad, ich, als ob er das nicht mochte, was gesagt wird. Das heißt, wer soll denn ich sein? Da muss man seinen Namen sagen. Dann sagt man, Wissalam, Assalamu alaikum, darf ich reinkommen? Und dann, wenn man die Erlaubnis bekommt, dann kommt man, inshallah, rein. Deswegen sollte man nicht ich sagen, sondern sollte man seinen Namen sagen oder sagen, sich bekannt machen. Die fünfte Benehmensregel, dass man nicht direkt vor der Tür so steht. Ja, und das machen vielleicht Leute unbewusst oder die wissen nicht diese Regel. Die stehen direkt vor der Tür. Wenn er aufmacht, es kann ja sein, dass jemand im Hintergrund ist oder der nicht gesehen werden sollte oder irgendwas
Deswegen gehört es zu der Sunna, dass man seitlich steht. Das heißt, wenn die Tür aufgemacht wird, dass da nicht alles zu sehen ist für ihn, ja, und dass man dann auch nicht in Verlegenheit kommt, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Benehmensregeln beigebracht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er zu jemandem gekommen ist, dass er nicht vor der Tür gestanden hat, sondern rechts von der Tür oder links von der Tür gestanden hat. Dann die sechste Benehmensregel, dass man nicht beharrt auf das Betreten. Das heißt, es kann sein, dass derjenige dir sagt, kannst du vielleicht später kommen oder jetzt bin ich nicht bereit. Dann bringt ihn auch nicht in Verlegenheit, sagt, nein, ich bin doch jetzt die ganze Zeit gekommen und ich habe mich vorbereitet und. Dass er dann sozusagen ihn in Verlegenheit bringt. Ja? Deswegen, was mit deiner Sache voran. Und dann kriegt er der Kommunikation auch das Schiff. Wenn euch gesagt wird, kommt nicht rein, geht zurück, dann geht zurück. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Und deswegen gehört es nicht zu der Sünde, dass man sagen, darauf beharrt, reinzukommen, wenn jemand ihm gesagt hat, kehr zurück. Und man darf das auch nicht als Beleidigung sehen. Man darf das nicht als Beleidigung sehen. Dann die siebte Bedienungsregel, dass auch gegenüber die Maharim, das heißt, du und deine Schwester, wenn du zu deiner Schwester gehst oder zu deiner Mutter gehst, trotzdem braucht man Erlaubnis. Trotzdem braucht man Erlaubnis. Weil das ist auch nicht, es geht nicht nur darum, dass du deine Mutter sehen darfst, sozusagen ihre Haare oder weiter, wie sie zu Hause sich ankleidet, dass du sie sehen darfst. Aber es kann ja sein, dass sie in einer Position ist, wo die nicht, sozusagen, wo du die nicht sehen darfst. Die zieht sich um und so weiter, dann musst du trotzdem um Erlaubnis bitten. Und da ist ein Mann zu Abdullah ibn Mas'ud gekommen und sagte, muss ich um Erlaubnis bitten, wenn ich Haus von meiner Mutter betrete, sagte Abdullah ibn Mas'ud, und nicht in jeder Situation ist es sozusagen erlaubt, deine Mutter so zu sehen. Also nicht in jeder Situation mag sie, dass du die siehst. Oder, wie gesagt, manchmal ist auch von der Mutter nicht gerne gesehen, wie der Zustand von ihrem Haus ist, wenn du reinkommst. Deswegen kann auch das deswegen sein, oder deine Schwester, oder sozusagen diejenigen, die du sehen darfst, Tante und so weiter. Deswegen haben sie auch wenn du Mahram bist, bedeutet das nicht, dass du nicht Erlaubnis brauchst, wenn du deren Häuser betrittst. Dann, auch die kleinen Kinder, die nicht erwachsen sind, das heißt, die nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, wenn man sozusagen in ihren Häuser oder in ihre Zimmer reinkommen will, muss man auch um Erlaubnis bitten. Muss man auch um Erlaubnis bitten. Deswegen sagte hier Abdullah ibn Abbas, wie Bukhari überliefert hat in Adab al-Mufrad, sagte Atta, ich habe Ibn Abbas gefragt. Sagte, muss ich bei meiner Schwester um Erlaubnis bitten? Sagte, ja. Dann Atta sagte, ich habe nochmal die Frage gestellt. Dann sagte er, ich habe zwei Schwestern, die ich sozusagen großgezogen habe. Das heißt, die sind noch klein. Die sind sozusagen, ich kümmere mich um die. Und ich sozusagen, also bezahle für die oder
trage die Kosten für die, muss ich trotzdem um Erlaubnis bitten? Sagt er, ja. Magst du, dass du die Nacht siehst? Es kann ja sein, dass sie sich umziehen. Dann hat Abdullah ibn Abbas, das ist das Verständnis von Abdullah ibn Abbas, den Koran-Vers gelesen. Hat er gesagt, ja, ihr Ladina, ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. Also in dem Vers sagt Allah SWT, O ihr Gläubigen, es sollen um Erlaubnis bitten diejenigen, die sozusagen Sklaven sind von euch oder diejenigen, die kleine Kinder sind. Die müssen euch um Erlaubnis bitten. Bei drei Fällen. Dann hat er diese Fälle genannt. Dann bei dem nächsten Vers sagt, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَّ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ. Und wenn die Eltern, Kinder reif werden, dann sollen die um Erlaubnis fragen, wie die vorigen um Erlaubnis fragen müssten. Genauso wie die. Deswegen sagte Ibn Abbas, hat er aus diesen zwei Versen entnommen, dass das um Erlaubnis fragen Pflicht für jeden ist. Der muss immer um Erlaubnis fragen. Ja? Da guckt man nicht jetzt, ist das ein kleines Kind, ist das noch, hat er noch nicht die Vorreife gesehen, weil er darf nicht auf die Blöße schauen. Deswegen hat man auch daraus entnommen, dass man selbst bei den Kindern, die sozusagen, wo man nicht ihre Blöße sehen darf, auch wenn sie Kinder sind, sollte man auch um Erlaubnis bitten. Dann die neunte Benehmensregel, dass man, bevor man spricht, dass man erstmal den Salam gibt. Bevor man spricht, dass man erstmal den Salam gibt. Deswegen sagt der Prophet Muhammad, der Salam kommt vor der Frage. Wer euch mit einer Frage anfängt, bevor er Salam gibt, dann solltet ihr nicht antworten. Das heißt, erst wenn es Salam gibt. Deswegen braucht man auch manchmal diese Sunna beizubringen. Wenn jemand euch direkt ohne den Salam zu geben etwas fragt, sagst du, erstmal den Salam geben und dann fragen. Die zehnte Benehmensregel ist auch eine wichtige Sache, dass man den Kindern beibringt, diese Benehmensregeln. Die Benehmensregeln von den Kindern. Es gibt Benehmensregeln, die den Kindern, für die Kinder gilt. Welche Kinder? Die Kinder, die dem Alter erreicht haben, dass sie unterscheiden können. Das heißt, zum Beispiel zwei-, dreijährige, die können noch gar nichts unterscheiden. Aber vielleicht ab sechs, sieben, acht, können Sie zum Beispiel sagen, diese Frau ist hübsch und diese Frau hat so, also, auch wenn Sie jetzt noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben. Diese Kinder muss man auch beibringen, dass sie bei bestimmten Zeiten um Erlaubnis bitten, wenn sie die Zimmer von den Eltern betreten. Das heißt, das erfordert, dass auch die Eltern ihre Zimmer in diesen drei Zeiten geschlossen hat. Und manche Eltern achten auf solche Regeln nicht. Und das bedeutet auch, das ist sozusagen eine andere Sache, aber die ist direkt damit verbunden, die Eltern dürfen sich auch nicht so kleiden, wie sie möchten gegenüber ihren Kindern. Ich sage, das ist sowieso mein Kind. Sondern zwischen Kindern und Eltern gibt es auch Aura, Löse, die müssen gedeckt werden. Und zwischen Mädchen und Mädchen gibt es Löse, die müssen gedeckt werden. Zwischen den Mädchen und Jungen. Und was in den Schlafzimmern von Eltern passiert, das muss in den Zeiten sein, wo die um Erlaubnis erbetet. Das heißt, es sind drei Zeiten, die Allah SWT im Koran erwähnt hat. Allah SWT sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, yasta'dhinukum
Sterben sind und diejenigen, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, von euch, sollen euch in drei Zeiten um Erlaubnis bitten, dass sie eure Zimmer betreten. Bevor der Fetter. Dann kommen die Salat der Fetter. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة und in der Zeit, wo ihr Nikaschen macht. ومن بعد صلاة العشاء und nach das Gebet von Isha. Das sind die drei Zeiten, wo meistens die Eltern entweder im Team sind oder vielleicht die Kleider ablegen zum Schlafen oder so weiter. Diese Zeiten muss man den Kindern beibringen, dass sie den Zimmer nicht betreten, ohne zu klopfen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ja? Und das braucht man auch den Kindern sozusagen zu trainieren. Zum Beispiel, wenn er jetzt unerwartet reinkommt, sagst du, gehst du zurück, klopfst du, fragst du, darf ich rein? So bringt man dem Kind rein. Der macht vielleicht zwei, dreimal Fehler, aber irgendwann lernt er. Lernt er, dass diese Tür zu ist, ich darf nicht rein, bevor ich klopfe und um Erlaubnis bitte. Und so hält man sich geschützt, dass auch die Kinder nicht die Böse sehen oder irgendwas, was in ihren Köpfen bleibt, hängen bleibt. Ja? Dann gibt es die Benehmensregel, die 11. Benehmensregel. Wenn man drin ist und man sitzt im Haus, gibt es die Benehmensregel auch, wenn man aufstehen möchte und rausgehen möchte. Da braucht man auch eine Erlaubnis zu tragen. Das heißt, genauso wie du das Haus betretest mit Erlaubnis, ist das Verlassen vom Haus auch nur mit Erlaubnis. Das heißt, da sollte man nicht einfach so gehen, aus dem Haus und rausgehen, ohne den Besitzer gefragt zu haben. Darf ich raus oder auch erlaubst du mir, raus zu gehen. Und die 12. Benehmensregel, dass man, wenn man rausgeht, dass man auch den Salam gibt. Und manche von uns haben die Gewohnheit, dass sie beim Betreten Salam alaikum sagen. Das heißt, immer wenn sie sich begegnen, Salam alaikum. Aber wenn man weggeht, dann denkt man nicht mehr Salam alaikum. Sagt man Tschüss, Ciao, Bye bye, Servus oder sonstiges. Ja, sollte man auch gewöhnen, Salam alaikum zu sagen und dann kannst du sagen, was du möchtest. Ja? Aber vergiss nicht, den Salam zu geben, wenn man weggeht. Weil uns der Prophet Masalam auch beigebracht hat, verlassen, also wenn man weggeht von jemandem, dass man auch ihm Salam gibt. Und eine ergänzende Benehmensregel, sollten wir auch wissen, dass die 13. Benehmensregel, man kann in Situationen kommen, wo man nicht um Erlaubnis zu fragen braucht. Zum Beispiel eine Notsituation. Passiert was im Haus. Brennt zum Beispiel das Haus. Oder gibt es eine Notwendigkeit, dass man einfach reingehen muss, reagieren muss, jemand retten muss. Dann kann man jetzt nicht hier diese Regeln anwenden, dass du dreimal zum Beispiel um Erlaubnis bittest, hat keiner auch gemacht, dass du weggehst. Nein, hier ist eine Notsituation. Hier musst du die Person retten zum Beispiel. Oder sozusagen ein Leben retten und so weiter. Deswegen, hier geht es darum, dass man, wenn man weiß, im Haus ist alles in Ordnung und da sollte man sozusagen diese Benehmensregeln einhalten. Aber es kann sein, dass man in einer Situation ist, in einer Notsituation ist, wo man nicht sozusagen jetzt um Erlaubnis bittet, sondern direkt reagieren muss. Das sind die Benehmensregeln von das Erlaubnis für die Hochzeit.
bisschen wie bei den Kindern und auch sozusagen im Maharim, also der Mahram für dich ist, kann auch sein, dass es in dem Haus diese Regeln gibt, dass man auch nicht in diesen Zeiten, die sozusagen die angegeben sind, dass man in diesen Zimmer reingeht und ansonsten bleibt man sozusagen in diesen Benehmensregeln, die für das Haus betreten gelten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dies von der Beibringung. Amen. Und dass wir, inshallah, das auch praktizieren und das auch weitergeben. Sallallahu alaihi wa sallam.